Hallöcht, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit dem Seras. Servus. Heute sind wir mal zu zweit und ihr müsst alle die Daumen drücken, dass Seras keine Diskos hatte. Wir hatten gerade schon mal einen Aufnahmeversuch, aber der ist grandios gescheitert. Ja, gucken wir mal, was passiert. Na, wenn nicht, dann sehen sie es halt nicht, ne? Genau. Oder ich schneide was zusammen. Mal gucken, was ich, ob ich Lust drauf habe zu schneiden. Ich warte ja bis heute auf die Fail-Folge. Ja, da muss ich mal anfangen langsam. Gott, ich starte so selten auf dieser Seite. Eben habe ich gedacht, du hast schon wieder ein Disco und schmierst voll ab. Nee, das Flugzeug macht einfach komische Sachen. Wo fliegen wir denn hin? Ein bisschen westlicher als West. Ein bisschen westlicher als West. Okay, warte mal. Ist die ausgebaut bei dir? Nee, ne? Null. Sehr gut. Endlich habe ich auch mal einen Vorteil. Aber die Crew ist 100%. Dafür ist meine fast voll ausgebaut. Tschüss. Nein. Die überhitzt eh zu schnell. Juicy ass. Tschüss. Mal gucken, wie lange du das durchhältst. Noch habe ich mehr Airspeed als du. Jetzt nicht mehr. Ach, fuck, ich stall gleich. Willst du nicht ein bisschen hochkommen? Noch so ein Spruch Flügelbruch, ja? Ich glaube, das ist momentan eigentlich mein Lieblingsflugzeug. Ich finde diese dekadent platzierte amerikanische Flagge einfach so geil. Guck mal, die kann sogar im Wind wackeln. Ja, du gleich mit. Wo sind wir hier eigentlich? Wieder zufällig Sizilien? Oh, was ein Zufall. So, also ich habe nur Luftzielmunition dabei, ne? Unsere Bodenziele wird nix. Naja, weiche Ziele. Ja. So, gucken wir mal im Himmel, ob wir irgendwas sehen. Nee. Keine Bomber. Doch, da oben. Jetzt, aber ich hoffe mal, das war der einzige, sonst ist das Match gleich wieder vorbei. Den können wir kriegen. Du vielleicht. Da ist eine 109 auf der rechten. Sonst sehe ich Schnicks. Noch mehr 109s. Ich glaube, wir müssen ein bisschen rechts. Tja, da hat sich. Du fliegst vorne, gib an. Da hat sich einer ganz schön verschissen, aber den ganzen Pulk da unten will ich eigentlich nicht reinfliegen. Aber da ruft einer um Hilfe. Ah, oh, da kommt eine P39. Ah, Moment. Da kommt eine P39. Ja, komm, viel Spaß mit dem. Das wäre jetzt richtig geil, den richtig schön zerpflücken. Da weiß auch nicht, wie ihm geschieht. So, aber die 109, der Warlord. Den können wir abfangen. Der ist aber höher als wir, ne? Ja, ein bisschen. Jetzt nicht mehr.
Der fliegt direkt auf mich zu. Kannst du einen Head-on nehmen. Hatte ich vor, ja. Nee, der klemmt auch noch. Ja, kann er ruhig machen. Also das ist okay. In der Rate ist okay, weil dann schieße ich ihm voll in den Bauch. Alter, du bist... Nein, nein, nein! Ah, er hat mich ausgeklimmt. Ah, Junge, nicht mit mir, ey. Ich drehe mich nicht in, nicht weg von dir. Das kannst du dir mal schön in die Haare schmieren. Boah, ey, ich habe das Gefühl, da ist ein Rasenmäher als Motor drin. Da ist ein Rasenmäher im Motor. Ich glaube, der ist jetzt hinter mir. Kann das sein? 1,5 weg. Jetzt kommt er. Kann er ruhig. Geht aber nicht auf. Doch, geht auf mich. Doch, geht er. Kriegt's aber nicht geschissen. Oh, ist eine Trop. So, und jetzt bin ich hinter ihm. Kommst du ihm hinterher? Nö, kein Meter, aber ich bleib mal dran. Vielleicht dreht er ja wieder. Und wenn nicht, gehen wir unten auf die 190. Also der macht einen Abgang, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, den kriegen wir eh nicht. Ich hänge mich an die 109 da unten dran. Der wird sich umdrehen, sobald wir beide weggedreht sind. Ja, und deswegen fliegst du ihm hinterher. Das ist doch eine schöne Arbeitsteilung. Wahrscheinlich reiße ich mir eh gleich die Flügel ab. Boah, die fliegt sich ja echt beschissen, wenn Flügel beschädigt ist. Was? Warum sind deine Flügel beschädigt? Weil er mich erwischt hat. Scheiße, wo ist denn der Typ jetzt hin? Bitte. Ich hab meinen Gegner verloren. Naja. Dann halt nicht. Dann gehen wir hinten auf die 109. Wahrscheinlich hat's die... Ach Mann! Ich bin echt immer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Bestätigt. Wie sieht's bei dir da oben aus? Bitte? Wie sieht's bei dir da oben aus? Kompliziert. Oh, hier muss doch mal irgendwo eine Flak sein. Radar sieht okay aus. Na, ah, ist vorbei. Oh, die hält G-technisch aber schon so ein bisschen was aus. Ja, also ich finde die ziemlich gut. Ich mag die. Also gegen Artillerie ist die Luftzielmunition nicht schlecht. Na, 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 du böse Flak. Fuck. Ich darf nicht meine ganze Munition verholzen. So. Mach mich mal auf den Weg zu euch. Da scheint ja eventuell Bedarf zu sein. Tatsächlich langt bei den Dingern ein Feuerstoß. Voll praktisch. Ja, mit der richtigen Muni. Hui.
Uiuiuiui. So. Jetzt darf ich aber nicht mehr auf Bodenziele ballern, sonst der macht einen Abgang. Toll. Ich gönne mir doch auch mal was, ja. Ach so, du hast ihn abgeschossen. Das sah so aus, als wäre er einfach in den Boden gerammt. Dann weiter. Bodenziele, Farmen. Zum Glück juckt's Bodenziele nicht, was für eine Muni ich benutze. Das stimmt. Aber die hat so wenig Muni. Das ist schwierig bei der. Naja, 500 Schuss für Kanone finde ich nicht wenig. Ich darf's halt nur kleine Feuerstöße machen. Also normalerweise lang so 2-3 Schuss. Und ich habe keinen einzigen Gegner auch nur gesehen, in Anführungszeichen, und habe die meisten Punkte. Bodenziele sind auch wichtig. So, was haben wir denn hier noch? Da. Aber an die Bunker wage ich mich tatsächlich nicht. Die sind mir zu crazy. Bringt ja auch nicht so eine AP. Ja. Halt durch den Schlitz schießen. Die lässt sich aber gut manövrieren auf engem Raum. Also die Schnauze lässt sich gut korrigieren. Die verzeiht ein bisschen was. Nur turnen tut sie leider nicht so gut, wie ich es Nee. gern hätte. Also die kann man auch ganz gut zum Beispiel über den Boden abfangen, wenn du irgendwie einen Schlenker machst, aus Versehen beim Bodenziel attackieren. Boah, wie viele Bodenziele soll man denn noch plätten, ey? Also ich fliege, glaube ich, zurück. Warum? 40 Schuss nur noch. Ach so. Da hat aber jemand ordentlich rausgerotzt, Ja, auf die Ente. ey. Ach Die so, hält doch viel stimmt. aus. Vor allem mit der Nein! Default. Hat er mir mein Bodenziel platt gemacht, die Sau. Ah. Hui. Boah, das war knapp, Kollege. Augen auf beim Eierlauf. So, jetzt gibt's hier, glaube ich, nur noch Bunker. Nee, bei mir ist, glaube ich, noch. Ach, du bist auf der anderen Ah, Seeseite. scheiße, nee, hier ist auch nichts mehr. Kack hier ist. Ah, nee, da ist noch eine Flak. Gib dir mal die Punkte, das ist so krass. Du hast gerade mal 6 Bodenziele mehr als ich und schon viel mehr Punkte. Das stimmt. Und ich habe einen Flugzeugkiller. Die zählen nicht so viel, finde ich. Nee, die zählen gar nicht viel. Das rentiert sich auch keinen Meter, Flugzeuge abzuschießen, tatsächlich. Ja, also unter 2 rentiert sich's gar nicht. Über 2 lohnt sich's schon. Kacke. Nur noch Bunker, 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 Bunker. Vielleicht treffe ich ja aus Versehen ein in die Fräse. Hier ist die Tür. Und vorbei. Ich muss zurück. Die Tür geht nicht. Du musst in den Schlitz feuern. Ach so, scheiße. Ah, gibt's hier noch ein zweites Airfield? Nee, ne? Nee, das fragst du jedes Mal. Super, und jetzt kommt da eine 109. Wo ich keine Muni mehr habe. Hab noch 24 Schuss. Das sind 24 Kills nach deiner Logik. Ja. Ich habe tatsächlich null. Wie viele Gegner gibt es noch? Drei. Einer wahrscheinlich irgendwo oben. Die 109. Und den letzten sehe ich nicht. Ich schätze mal, dass die BV da einer davon sein wird. Ah, genau. Boffs. Eranda war das. Ja, und Warlord lebt auch noch, den wir am Anfang bekämpft haben. Oh. Kann der was, der Kollege? Spielerkarte, Stufe 14. Naja, nicht so wirklich. Und der andere 36 und V 50.
Der ist da unten. Der ist bei unserem Airfield in der Nähe. Ja, und jagt ausgeschossene Maschinen. Ist auch ein schönes Hobby. Gegenangriff! Ich ramm ihn, glaube ich. Nein. Also wenn er noch weiter fliegt, dann macht das die Flak. Die Flak ballert los, er dreht hoch. Ne, tut er nicht. Was macht der denn da? Flak killen und gleich sterben. Ja. Aber nicht von der Flak gekillt, immerhin. Da hinten ist Warlord. Warlord, ey. So, kein Disconnect bei der Landung, bitte. Ich bin viel zu schnell. Vielleicht soll ich mal Schub wegnehmen. Hab gehört, das soll helfen. Ja, wer hat dir das erzählt? Puh, keine Ahnung, irgend so ein Spacko. La la la. Boah. Ich frage mich, ob das in Realität auch so ist, dass die Leute dann anfangen, komische Kurven zu fliegen. Nee, die bremsen einfach viel weiter vorher schon. Ach Quatsch. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu langsam werde. Och, die hält sich ganz gut bis 170. So, okay, dann kann ich den Schub auch komplett wegmachen. Also im Endanflug brauchst du den Schub nicht mehr. Nicht wie in Simple Planes. Nee. Das nervt mich immer so. Du sackst ziemlich schnell ab. So. Alter, geht das Fahrwerk langsam raus. Komm, das gibt eine buddelweiche Landung. Naja, fast. Dops, dops. Einmal bin ich gedopst. Sei froh, dass das Fahrwerk hier so verzeiht. Bremsen! Vierte Sprünge für die Landung. 26 Sekunden zum Nachladen. Wow. Wie viele Gegner haben wir noch? Immer noch zwei. Und der kreist wahrscheinlich. Wahrscheinlich explodiert hier gleich alles um mich herum. Nee, die BV ist zurück zu deren Airfield. Hm, das wäre jetzt eigentlich die Chance. Die kommt nie wieder so hoch. Ja, kennen wir ja. Der geht's gleich wie uns damals, als wir so tief geflogen sind. Was denn da passiert? Wo wir von den ganzen geswarmt wurden, die aus der Sonne gekommen sind. Ach so, stimmt, ja. Wo ist eigentlich hier die Sonne? Da, okay. Rechts im Rücken, Osten. Aber die Sonne ist genau im Osten. Das heißt, es ist echt früh. Dafür ist es verdammt hell. Hier gibt ja auch nichts, was die Sonne blockieren könnte. Ja, aber die steht schon verdammt hoch. So, jetzt muss ich aber erstmal aufholen wieder. Ach komm, ich mache einen Konturflug. Endet bestimmt super. Ah, guck mal, da hinten ist er. In 31 Kilometern. Das ist ja direkt um die Ecke. Wie
Sieht's disco-mäßig bei dir aus? Hast du schon was gemerkt? Vorhin kurz einer. Okay, die BV hat's hinter sich. Ja, bei der letzten Aufnahme das war einfach nur Pech. Ja, das stimmt. So, belästigen wir mal ein bisschen die Einheimischen noch. Toll, jetzt sind neue weiche Ziele aufgetaucht. Schieß auf die Bewohner. Yay, Platz 1, yay. Ich bin so gut. Oh, sogar was Neues für die freigeschaltet. MK2, Jahr 1943. Minus 2 Meter auf Waffensteuerung. Bam! Jawohl, komplett die erste Tierstufe erforscht. Sehr schön, hat sich doch für beide rentiert. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ciao, ciao!